Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Crying Fly. Mein Name ist Steve und in diesem Video möchte ich euch ein paar Neuerungen vorstellen, hier mit dem Programm Autodesk Fusion 360, was ich ja hier nach wie vor unter Linux verwende. So, zuallererst einmal wechsle ich hier rüber auf meine zweite Arbeitsfläche. Speziell hier wieder zu meinem Projekt Fusion 360 Linux Wine Version. Und als nächstes gehe ich hier mal auf den Punkt Wiki. Und nun sehen wir hier auf der rechten Seite zwei weitere Seiten. Zum einen die Seite Dokumentation. Die befindet sich allerdings noch im Aufbau. Und hier werdet ihr in Zukunft die wichtigsten Links zu den Problemen bzw. Lösungen finden. Das heißt, ihr müsst quasi später nicht mehr hier euch durchforsten. Ihr könnt es natürlich machen, na? Aber ich möchte euch es natürlich in Zukunft einfacher machen, das jeweilige Problem lösen zu können. Und somit findet ihr in Zukunft auf dieser Seite, sprich Dokumentation, die wichtigsten Links dazu, na, wie ihr das eine oder andere Problem lösen könnt oder wie ihr zum Beispiel das Programm auf OpenGL umstellen könnt oder wie ihr zum Beispiel hier ein sogenanntes Logfile erstellen könnt und so weiter. Aber wie gesagt, das befindet sich noch im Aufbau und ja, ansonsten findet ihr hier rechts noch eine weitere Seite, nämlich Supported Graphics Cards. Und auf dieser Seite hier findet ihr eine Liste an verschiedenen Grafikkarten. Zum einen hier von Nvidia, AMD und Intel. Und wie ihr auch seht, ist das Ganze hier ein bisschen unterteilt. Einmal hier in Supported Pro Graphics Cards und einmal hier nochmal in Supported Consumer Graphics Cards. Speziell halt jetzt hier für Nvidia und AMD. Na? Ansonsten falls ihr jetzt eure Grafikkarte hier in dieser Liste nicht findet, keine Sorge, diese Liste ist momentan noch im Aufbau. Das heißt, ich bitte euch darum, falls eure Grafikkarte hier in dieser Liste nicht sein sollte und das Programm Autodesk Fusion 360 mit Hilfe von Wine bei euch unter Linux funktionieren sollte, dann klickt bitte auf diesen Link hier, Send me a message. Und dann gelangt ihr quasi hier zu diesem Beitrag, wo ihr mir das Ganze mitteilen könnt. Na, damit ich dann quasi weiß, aha, auf diesem System, bla bla bla, läuft das Ganze auch mit der Grafikkarte. Und dann kann ich das auch in die Liste aufnehmen. Wichtig für mich ist allerdings, dass ihr mir ein paar Daten hinterlasst. Zum einen die verwendete Versionsnummer von Autodesk Fusion 360, weil wie ihr wisst, gibt es ja dort verschiedene Versionsnummern. Wie ihr die herausbekommt, das werde ich dann gleich im Anschluss euch nochmal zeigen. Und ja, also das ist wirklich wichtig für mich. Dann natürlich, wie gesagt, die verwendete Grafikkarte, der Grafikkartentreiber, speziell jetzt hier die Versionsnummer, beispielsweise jetzt hier auf meinem System. Ich selber verwende jetzt hier oben SUSE Leap 15.3. mit der wunderschönen XFCE-Oberfläche und in meinem Fall zeige ich euch das mal kurz hier, Nvidia X Server Settings und hier seht ihr auch, das ist quasi diese Treiber-Version, die ich halt benötige. Na, und hier steht bei mir jetzt beispielsweise da 465.19.01. Gerade die Leute, die jetzt vielleicht selber OpenSUSE Leap 15.3 verwenden, werden sich jetzt bestimmt fragen, hä, warum hat er jetzt eine aktuellere Treiberversion als ich? Ganz einfach, ich verwende nicht die Nvidia Treiber aus der Community Repositories von OpenSUSE, sondern ich verwende hier die Repositories von der Nvidia CUDA Repositories. Und somit erhalte ich quasi eine neuere Version. Gut, dann schließe ich das hier mal wieder. Dann ist es wie gesagt für mich wichtig, welche Linux-Distro auf eurem System installiert ist. Wie gesagt, in meinem Fall ist es jetzt OpenSUSE Leap 15.3. Dann natürlich noch die Oberfläche, die bei euch installiert ist. In meinem Fall ist es ja XFCE in der Version 4.16. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, warum ist das wichtig? Ganz einfach,
je nachdem, welche Oberfläche bei euch installiert ist, habt ihr mehr oder weniger Pakete auf eurem System. Und ich habe festgestellt, dass manche Leute doch Probleme hatten mit der einen oder anderen Oberfläche, weil dort doch ein paar Pakete gefehlt hatten. Na, von daher ist das auch wichtig für mich. Gut, und zum Schluss natürlich, welche Variante ihr quasi eingerichtet habt, ob ihr Autodesk Fusion 360 mit der OpenGL-Variante verwendet, also sprich, ob ihr mein Skript verwendet habt, um das Ganze mit OpenGL zum Laufen zu bringen, oder ob ihr die andere Variante nutzt, sprich hier mit dieser DXVK-Geschichte. Das heißt, ihr habt dann Autodesk Fusion 360 auf DirectX umgestellt. Okay? Und das ist natürlich ebenfalls wichtig, wenn ihr beispielsweise das Ganze als Flatpak-Variante installiert. Dort könnt ihr euch ja ebenfalls für DXVK oder OpenGL entscheiden. Aber ich habe das jetzt halt mal weggelassen mit dieser Flatpak-Variante. Ihr könnt mir das natürlich ebenfalls mitteilen, aber für mich würden jetzt quasi diese ganzen Daten hier schon reichen. Na, dann schreibt ihr mir das einfach, dann schaue ich mir das an. Und dann würde ich das auch in diese Liste hier, wo haben wir es? Hier auf diese Seite quasi in die Liste mit aufnehmen. Na, dass dann quasi auch andere Leute wissen, aha, das wurde damit getestet und funktioniert quasi. Und damit helft ihr quasi dann auch den anderen Leuten mit. Na, weil wie gesagt, ich kann mir jetzt ja nie jede Grafikkarte ranholen, also dafür habe ich leider nicht das Geld. Und deswegen bin ich hier auf jeden Fall auf Hilfe angewiesen. Gut, ansonsten gehe ich ja nochmal zurück auf Code und scrolle nochmal herunter zu diesem Punkt hier. Warte, jetzt war ich glaube ich zu weit, genau hierhin. Graphical Installer in Progress. Ich mache das hier mal groß. Und das hier ist quasi die Zukunft mehr oder weniger oder das, woran ich jetzt momentan auch arbeite. Denn ich möchte euch in Zukunft eine bessere Möglichkeit geben, dieses Programm hier unter Linux installieren zu können. Natürlich die Sache hier mit diesem Skript hier, wo haben wir es? Ich nehme jetzt mal beispielsweise diese Variante hier ohne DXVK. Na, funktioniert ja natürlich nach wie vor wunderbar. Na, allerdings muss man das hier halt ja, über das Terminal machen. Und ich möchte aber mit dieser Variante hier eine Alternative bieten, dass man das Ganze halt über eine grafische Umgebung installieren kann. Und natürlich wird diese Variante auch mehr Funktionen bekommen. Das heißt, ihr könnt mit diesem Programm dann später nicht nur das Ganze installieren, sondern ihr könnt das Ganze auch modifizieren und auch wieder deinstallieren. Speziell bekommt ihr später hier auch weitere Funktionen noch zusätzlich dazu. Zum einen könnt ihr später den Pfad selber bestimmen, wo das Ganze hin installiert wird. Beispielsweise könnt ihr das dann auf dem externen Speichermedium installieren und auch davon starten. Ja, momentan ist es ja so, wenn ich jetzt mal hier wieder rüber switche, gebe ich ja einen Pfad vor, sprich, dass das Ganze halt in das Home-Verzeichnis installiert wird, speziell hier in diese Wine-Präfix Fusion 360, na, da wird ja quasi so ein Ordner erstellt und dort wird das Ganze halt reingepackt. Und ich möchte euch aber später noch die Möglichkeit geben, dass ihr selber bestimmen könnt, wo das Ganze halt hingepackt wird. Und das gleiche wird dann noch später sein mit diesen Nvidia bzw. AMD-Treibern oder Intel-Treibern, je nachdem. Möchte ich euch natürlich noch die Möglichkeit geben, dass ihr die ganzen Treiber halt aktualisieren könnt und richtig konfigurieren könnt und natürlich noch einiges mehr. Aber wie gesagt, das dauert alles ein bisschen seine Zeit und von daher vergebt mir, wenn das jetzt halt nicht gleich sofort zur Verfügung steht. Na, also zurzeit müsst ihr halt wirklich euch mit diesen Skripten hier erstmal zufrieden geben. Ich denke aber doch, dass das hier schon wirklich eine tolle Sache ist, mithilfe dieser Skripte das Ganze halt installieren zu können. Und wenn das dann demnächst hier zur Verfügung steht, dann ja, könnt ihr das natürlich auch nutzen. Gut, ansonsten würde ich sagen, kommen wir jetzt mal noch zu einer wichtigen Neuerung bzw. einem wichtigen Update. Dazu wechsle ich hier nochmal zurück zum Start. Und ich gehe auf diesen Punkt hier, Fixed Cloud Problems. Denn
Ich habe ja immer wieder ein paar Versuche gestartet, ein bisschen rumkonfiguriert und mir natürlich auch die ganzen Updates angeschaut von Autodesk Fusion 360. Und bei YouTube hatte mich ja mal ein User gefragt gehabt, ob es denn möglich ist, trotz dieser Lösung, die ich mal vorgestellt hatte in meinem letzten Video, ob man trotzdem diese Updates erhält, wenn man halt ja, das Ganze halt fixt, so wie ich es ja quasi mal in meinem letzten Video gezeigt hatte, wo man ja quasi diese Datei austauscht, damit man überhaupt dann wieder Zugriff hat zu seinen Projekten und so weiter. Und da habe ich natürlich dem User auch dann die Lösung gegeben, beziehungsweise die Antwort gegeben. Und ja, man bekommt nach wie vor die ganzen Updates, also auch die neueren Versionen von Autodesk Fusion 360. Und mittlerweile ist es so, dass ich wieder eine neue Version erhalten habe und gleichzeitig mal bei der Installation von Autodesk Fusion 360 mit meinem Skript ein bisschen herumgespielt habe, natürlich auch in der Konfiguration selber noch ein bisschen herumgespielt habe. Und ihr werdet es nicht glauben, zum einen, wenn ihr das Programm startet, ist es so, dass quasi hier, wie ihr es auch schön sehen könnt, ich habe das extra groß gemacht, ist diese Fehlermeldung hier nicht mehr zu sehen. Das heißt, dieses kleine Icon hier könnt ihr nicht mehr sehen. Na, dort wurdet ihr letzten Endes ja immer darauf hingewiesen, dass es momentan Probleme gibt mit dem Programm und dass ihr euch beim Support melden sollt, etc. Das ist jetzt nicht mehr zu sehen. Und noch viel besser, wenn wir mal hier runter gehen, ich mache das mal größer, ist es jetzt auch so, dass quasi hier oben euer Bild geladen wird. Na, also vorher war es jetzt so, dass beispielsweise bei mir bloß SZ da stande, na, wegen meinem Vor- und Nachnamen hier. Na. Und noch viel genialer, ihr habt gleich zu Beginn, wenn ihr das Ganze installiert habt, wieder gleich direkt diese Verbindung zu euren Projekten. Das heißt, ihr müsst quasi diesen Hack, na, also sprich, wo ich euch ja in meinem vergangenen Video ja gezeigt habe, wie ihr quasi diese Datei austauschen müsst, etc., damit quasi ihr wieder eine Verbindung zu eurer Cloud haben könnt, also speziell jetzt zu euren Projekten. Diesen Hack müsst ihr quasi nicht mehr anwenden. Das heißt, ihr habt auch gleich von Anfang an wieder hier Zugriff zu allen euren Sachen. Der Start von dem Programm geht jetzt auch wieder etwas schneller, aber es dauert halt nach wie vor immer noch etwas lange. Aber das werde ich euch gleich zeigen. Wenn ihr euch dann drinnen bewegt und beispielsweise hier so ein Projekt öffnet, na, ja, dauerte es ein bisschen länger, bevor man überhaupt dann mit dem jeweiligen Projekt arbeiten konnte. Und selbst das ist auch nicht mehr. Also es lädt dann auch in dem Programm innerhalb quasi wieder ein bisschen schneller alles. Na, und somit könnt ihr auch wieder fast wie vorher schnell arbeiten, beziehungsweise auch fast genauso gut wieder arbeiten. Und ihr habt vor allem dieses Problem mit dieser, ja, Cloud-Geschichte nicht mehr und müsst vor allem auch wieder keine zweite Installation über eine virtuelle Umgebung oder so machen, sondern ihr könnt quasi wie früher, ja, wie gewohnt quasi das Ganze halt installieren, ohne beispielsweise Windows oder macOS in der virtuellen Umgebung installieren zu müssen. Na, also das ist wirklich, ich denke, hier die wichtigste Sache für euch. Und von daher dachte ich mir, ich mache mal ein Video dazu. Jetzt würde ich sagen, zeige ich euch mal kurz, was ich gemacht habe. Ich habe im Grunde eigentlich momentan nur eine Sache gemacht. Ich gehe mal kurz in das Skript rein. Ich habe zum einen, wo haben wir es? Hier bei dieser Wine-Tricks-Geschichte habe ich statt VC Run 2.17 habe ich mal die 2.19er-Variante installiert und ich habe MSXML 4 und die 6 installiert. Na? Das alleine hat aber nicht gereicht. Ich musste auch später noch statt Windows 10 das Ganze auf Windows 8.1 umstellen. Und ich muss aber noch dazu sagen, ich habe das Ganze nicht mit der Windows 10 Sache installiert, sondern bei mir war das, ich glaube, sogar auf Windows XP bzw. Windows 7 während der Installation eingestellt. Und da scheint wohl wahrscheinlich das Ganze halt zu funktionieren. Das heißt,
Autodesk Fusion 360 lädt dann auch diese ganzen Dateien korrekt herunter. Und ja, damit wäre eigentlich schon wieder bewiesen, diese Windows 10 Sache hier unter Wine ist noch nie wirklich ausgereift. Ich selber habe jetzt bei mir nämlich das Ganze auch statt auf Windows 10, nämlich auf Windows 8.1 umgestellt. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ich öffne jetzt mal das Terminal und öffne jetzt hier mal, ich wechsle mal kurz in den Downloads-Ordner, damit ich direkt dort auch diese Wine-Tricks-Geschichte verwenden kann. LS. Genau. Und dann starten wir das mal. Ja, auswählen. Wine CFG. Ja gut, ich hätte das jetzt auch gleich so machen können, aber egal. Beziehungsweise ich gehe mal kurz hier rein unter Windows DLL installieren, damit ich euch das nochmal zeigen kann. Und jetzt mal hier runtergehen. Ihr seht das auch, MSXML4 und die 6er Sache und hier unten VC1 2019. Ja, also die drei Sachen quasi, plus natürlich hier diese Schriftarten, sorgen letzten Endes dafür, dass das jetzt alles soweit wieder funktioniert, beziehungsweise halt habe ich das Ganze hier auf Windows 8.1 umgestellt. Windows 10 scheint mit dieser Wine-Version hier, speziell, wo haben wir es, 6.11, die ich mittlerweile jetzt hier sogar nutze, nie so wirklich zu funktionieren. Ja. Also stellt bitte bei der Installation das mal niedriger ein und installiert das statt mit dieser 10er-Geschichte mal mit der, na wo haben wir es, mit der 7er, also Windows 7, mit der Windows 7er Version beziehungsweise mit der Windows 8.1er Version mal auf eurem System, okay? Weil da, glaube ich, scheint das auch wirklich diese ganzen Dateien herunterzuladen. Ich denke aber auch, dass das mit der neuen Version auch zu tun haben könnte von Autodesk Fusion 360, denn es ist nämlich so, dass wir mittlerweile hier bei der Version 2.0.1.0.35.6 angekommen sind. Die vorhergehende Version müsste ich jetzt mal kurz gucken. Ich wechsle mal wieder zurück. Ich gehe mal kurz wieder auf Releases. Genau, hier war das mit dem Punkt, wo ich mal dem User den Link gegeben hatte, um quasi zu zeigen, dass wir auch nach wie vor nämlich diese Updates erhalten mit meinem Hack. Und hier seht ihr, die vorhergehende Version war quasi hier hinten, nämlich die 10.25.3 und jetzt ist es wie gesagt hier die 10.35.6 und ich denke, hier sind nämlich auch ein paar Änderungen mit eingeflossen, die letzten Endes jetzt quasi diese ganzen Probleme, denke ich, mit behoben haben. Und ja, ich würde sagen, genug geredet, ich starte jetzt einfach mal das Programm. So, da seht ihr auch schon das Logo quasi wieder. Und das sollte sich jetzt auch gleich im Vollbildmodus öffnen. Und wie gesagt, ich empfehle euch immer hier das Terminal euch nebenbei anzuschauen, was es quasi hier für Fehler ausspuckt. Beziehungsweise findet ihr ja auch auf meinem GitHub-Kanal, ich glaube unter dem Punkt ja, Dokumentation, was ich euch ja vorhin gezeigt habe, wie ihr quasi so eine Logdatei erstellen könnt. Das ist nämlich vor allem wichtig, wenn doch das Programm aus irgendeinem Grund bei euch nicht richtig funktionieren sollte, dann ist es wichtig, dass ihr so eine Logdatei erstellt und diese mir dann quasi auch mitteilt oder beziehungsweise mir rüberschickt, damit ich mir das genauer anschauen kann. So, jetzt seht ihr auch schon, das Programmfenster hat sich jetzt hier komplett geöffnet. Jetzt lädt er natürlich hier im Hintergrund noch ein paar Sachen. Na, das meinte ich jetzt hier, dass ihr quasi das Terminal nebenbei euch mit anschaut, was er jetzt gerade so im Hintergrund macht. Und ihr seht, es lädt jetzt relativ zügig. Wir sehen sogar jetzt hier schon wieder den Würfel. Wir sehen das hier in der Mitte auch schon. Na, aber was ihr gleich sehen werdet, wir werden jetzt gleich hier auf der linken Seite natürlich wieder unsere Ordnerstruktur sehen.
Wir sehen dann gleich hier unten nicht mehr diese Fehlermeldung und vor allem wir sehen dann hier oben gleich mein Profilbild. Und ja, wie gesagt, das dauert natürlich jetzt trotzdem noch ein bisschen. Zumindest dauert es aber nicht mehr so lange wie mit meinem Hack. Na, da hat es ja wirklich wesentlich länger gedauert, aber das ist erstmal egal, weil man konnte erstmal wieder arbeiten, man konnte auch wieder alles speichern, ohne mit diesem Exportieren und Importieren etc. Na, also von daher war das auf jeden Fall erstmal eine sehr schöne Übergangslösung. Und ja, wie gesagt, ihr werdet gleich sehen, dass das hier alles funktioniert. So, da sehen wir es auch schon. Da haben wir auf der linken Seite jetzt schon die ganzen Ordner, beziehungsweise hier schon mal so ein paar Projekte, die ich mal als Beispiel gemacht habe. Hier sehen wir jetzt schon die Leiste, hier oben das Bild, also mein Profilbild und hier unten rechts der Fehler ist weg. Und wir könnten jetzt quasi auch sofort hier arbeiten. Ich minimiere das mal wieder. Ja, ich gehe jetzt mal hier unter Hilfe rein, Info. Und hat er das jetzt angenommen? Ja, hat er. Und hier sehen wir es auch gleich nochmal, welche Version das ist, nämlich die 2.0.10.35.6. Und hier habt ihr jetzt auch nochmal gesehen, wie ihr diese Versionsnummer herausbekommt, um mir quasi das mitteilen zu können bei dieser Grafikkartengeschichte. Ne? Also wenn ihr quasi mir mitteilen wollt, welche Grafikkarte unterstützt wird. Ne? Also ich gehe nochmal zurück. Unter den Punkt Wiki, ja, der Bug ist nach wie vor noch vorhanden. Schaue ich natürlich immer noch nach einer Lösung mit diesem X-Tool, so wie das Ganze hieß. Da kann man das nämlich mehr oder weniger unterbinden. Wo haben wir es hier? Supported Graphics Cards. Na, send me a message. Na, und dann hier, wie gesagt, Autodesk Fusion 360 Versionsnummer. Und hier, wie gesagt, habt ihr sie dastehen und das bitte mir einfach mitteilen. Na, weil es kann ja sein, ihr habt noch eine ältere Version oder sogar vielleicht schon eine neuere Version. Und das ist halt wirklich wichtig für mich. Ansonsten zeige ich euch jetzt mal, dass das Ganze auch schneller lädt. Na, also man sieht es auch, man kommt jetzt schneller in diese einzelnen Ordner auch wieder rein. Fahrrad. Und wenn ich jetzt hier mit Rechtsklick drauf gehe, öffnen. Zack, geladen. Na, bei meinem Hack war es ja so, dass das auch länger gedauert hat, bis das Projekt oder halt das jeweilige Projekt, was ihr halt öffnen wollt und bearbeiten wollt, dass das halt nämlich länger braucht, bis es vollständig geladen ist. Und das ist jetzt quasi auch nicht mehr der Fall. Na, also selbst das geht jetzt wieder schneller. Und nach wie vor ist es so, ihr könnt ganz normal hier in den einzelnen Arbeitsbereichen arbeiten. Ich werde demnächst mal ein Video zu diesem Arbeitsbereich hier machen. Na, aber für mich war es jetzt erstmal wichtig, dass ich quasi das Ganze wieder zum Laufen bekomme, ohne dass ihr das, ohne dass ihr dafür wieder Windows oder macOS benötigt. Und wie ihr seht, es geht wieder. Ja, also wir können jetzt quasi hier überall wieder arbeiten. Das Einzige, was nach wie vor hier auf jeden Fall nicht funktioniert, ist diese Sache mit dieser Zeichnungssache, also dass ihr quasi aus dem Objekt eine Zeichnung erstellen könnt. Das geht nach wie vor nicht. Wenn ihr das machen wollt, ne, dort draufklickt etc., erhaltet ihr eine Fehlermeldung und es kann unter Umständen passieren, dass sich das Programm aufhängt. Na, also wie gesagt, das funktioniert immer noch nie. Bin ich aber auch dabei. Aber wie gesagt, ich kann mich leider auch nicht zerteilen. Gut, und ansonsten war es das eigentlich schon wieder für heute. Und falls dir dieses Video gefallen hat, dann hinterlass mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und ach, vergess auch nicht, meinen Kanal Crying Fly zu abonnieren. Ach, und vergess auch nicht, auf die kleine Glocke zu drücken, damit du auch in Zukunft keines meiner Videos mehr verpasst. Okay, dann auf Wiedersehen und einen schönen Tag.